Genau genommen war Eddie 33 Jahre lang Udos Bodyguard und engster Vertrauter und bereits als Teenager sein größter Fan. Dann hier war ich 14. Ne? Und hab das selber vom Spiegel gemacht. Tiefster, tiefster. Der hat hier Udo Lindenberg-Tattoo. Echt? Ja. Ach krass. Hier kannst du genau hingucken. Da habe ich mich mindestens 5-6 Mal verstochen. Habe ich alles selber gemacht. Krass. Ich bin ehrlich, Udo Lindenberg sagt mir was, aber ich höre den nicht. Ich weiß, der ist so ein alter Mann mit einer Mütze und der singt. Hast du noch Kontakt mit Udo? Nicht wirklich. Leider nicht. Ach krass, weil so wie du über den redest die ganze Zeit, denkst du, ich sag voll die Buddies. Ich war mit dem verheiratet, wenn du so willst. Ja, ja. Aber ihr wart nur Geschäftspartner oder ein Paar? Wir waren verheiratet. Ja, aber sind wirklich? Wir sind beide hetero. Okay, okay, so. Das meinte ich halt. Obwohl, Udo möchte ich mal sagen, der ist da flexibel. Krass. Nein, aber wir waren halt hier rund um die Uhr zusammen. Naja. Wir sind seelenverwandt. Du und ich, das war einfach unschlagbar. Ein paar wie Blitz und Donner. Man sieht hinter den Kulissen, was da so passiert. Und es ist echt spannend, sowas zu hören. Bis zu dem Moment, wo das mit dem Buch war. Echt? Ja, ja. Ja, was ist das bitte? 33 Jahre bin ich mit jemandem so dicke und auf einmal ist alles vorbei. Ja. Gab es da Gründe für, würde mich interessieren? Das Buch. Dein Buch? Mein Buch. Echt? Ja. Angeblich schadet es der Firma. Weil Fakt ist, viele Sachen, so beschreibe ich das auch im Buch, musste ich so erleben, um zu überleben. Das Miteinanderleben blieb auf der Strecke. Das Buch veröffentlicht, das Kapitel Udo, aber noch nicht geschlossen. Ist natürlich schon, glaube ich, sehr hart, wenn man dann fallen gelassen wird, weil eventuell Udo scheinbar Angst um sein Image hatte durch das Buch von Eddie. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Udo da oder dass Eddie bis heute auch darunter leidet, ja. Hast du denn was Schlimmes über ihn da erwähnt? Ja, hallo? Hätte ich mir beklaut. Ja, hätte ich mir auf irgendeine Art und Weise abgezogen. Kein Thema. Gar kein Thema, aber nix. Nix. Gerade die Leute, die du vertraust und gerade die Leute, hinter denen du stehst, sind meistens die Leute, die dich einfach im Stich lassen. Und da haben wir jetzt mal ein Paradebeispiel hierfür. Hast du es bereut, dass du das Buch rausgebracht hast? Nein. Weil das hat dich ja sozusagen dein Job bei Udo gekostet. Also, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Aber nein. Ich bin ich. Ich bin Familienpapa, genauso wie durchgeknallt. Genauso nehme ich am Leben teil, genauso mache ich verrückte Sachen. Ich bin normal verrückt, fertig. Und genau dafür lieben wir dich. Mensch, wer hätte das gedacht? Nach seinem Einzug und ersten Eindruck wollte kein Bewohner hören, was er zu sagen hatte. Jetzt lauschen Sie den Geschichten von Onkel Eddie.